Warnung, spiele nicht mit Feuer. Tomorrow Corporation präsentiert Little Inferno. Guten Tag, meine lieben Freunde der Gaming-Szene und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf diesem Kanal. Wohl bemerkt auf diesem Kanal, nämlich mein erstes Let's Play liegt schon 2 bis 3 Jahre hinter mir. Sprachfehler beim ersten Let's Play auf einem Kanal, um sich vorzustellen, ist immer perfekt. Ja, gut, liegt hinter mir aus dem Grund, ich habe auf anderen Kanälen schon mal was gemacht und es tut mir leid, dass ich die Aufnahmen gelöscht habe. Also ich kann mich noch an mein ganz allererstes Let's Play erinnern, aber das war so dermaßen schlecht. Das war eine schlechte Qualität und die Qualität meiner jetzigen Videos sind um einiges besser. Ja, das dürftet ihr sowieso direkt merken. Gut, ich bin froh, dass ich einigermaßen wieder mit Fraps befreundet bin. Nämlich Fraps hat mir damals ziemlich wehgetan, als ich... Also, wir wollten mal Minecraft aufnehmen und dann hat es Minecraft einfach zum Abstürzen gebracht. Aber hier, jetzt mit 120 FPS, das finde ich allerdings toll von Fraps. So, dann starten wir doch mal rein. Little Inferno ist übrigens ein Spiel, wo man einfach nur etwas in seinen Kamin tun darf, also ein paar Spiele in seinen Kamin. Spielsachen, so wo man aus der Kindheit kennt, Bauklötze oder so, zum Beispiel Kuscheltiere, einfach in den Kamin reintut und sie dann verbrennt. Am Anfang ist noch ein Warnhinweis, den ihr auch gesehen habt, mit dem Warnung nicht mit Feuer spielen. Das ist berechtigt da, aber naja, gut. Gratulation zum rechtmäßigen Erwerb deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireblaze. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen. Und dein Herz. Halte dich warm da drin. In Liebe, Miss Nancy. Tomorrow Corporation. Ja, das werden wir noch öfter sehen. So, jetzt brennen wir das einfach nieder. Schöner Feuersturm. So. Und wir bekommen sofort einen neuen Brief. Die Briefe spielen auch noch eine Rolle, weil wir werden später mal mehr Briefe bekommen. Ach du meine Güte, hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay, du kannst immer mehr kaufen mit deinem brandneuen Katalog. In Liebe, Miss Nancy. Du bekommst einen Katalog. Gut, wir bekommen mehrere Kataloge, sobald... Super, jetzt bin ich wieder am Überlegen. So, gut, wir bekommen mehrere Kataloge. Ich sag jetzt einfach Kataloge. Um uns immer mehr zu kaufen. Und sobald wir alles durch haben, ist das Spiel vorbei. Also, ich hab's noch nie durchgespielt, aber tatsächlich. Es ist dann irgendwann einfach so vorbei. So. Fahrradpiraten-Kombo. Alle Kombos werden wir auch machen. Ich werde so lange da sein, bis wir alle Kombos gemacht haben. Oh, 120 FPS, ey, das ist schön. Ich wollte ja eigentlich zuerst mit Mirrorless Action aufnehmen. Wer das nicht kennt, der sollte mal danach googeln. Aber allerdings muss ich da echt warten, bis neuere Versionen draußen sind. Das ist echt ein geiles Programm, aber allerdings sollten die neueren Versionen beheben, dass es auch bei manchen PCs, die irgendwelche Fehler haben, funktionieren, weil mein PC ist eigentlich echt ein Top-PC, aber aufnehmen kann es mit dem Programm trotzdem nicht. So, gut, nicht meins Combo, Frühlingserwachen Combo, Generationen Combo, Kreditgeber Combo und Filmabend Combo. Wir können noch gar nichts machen, noch gar nichts davon. So, ich hätte gerne einen Wecker, nicht meine Kreditkarte. Ein kaputten Magnet. So, lesen wir doch einfach mal die Beschreibung durch. Ich weiß, dass ich sie in späteren Parts sowieso wieder vergessen werde. Little Inferno Sammelposter. Gerahmte limitierte Editionen des Posters können an Wert verlieren, wenn sie verbrannt werden.
hergestellt aus einem vollkommenen, natürlichen, hoch angereicherten Fructose-Sirup, auch als Treibstoff verwendbar, meist am Stück. Buchstabenklötze. Optionaler Vulgärsprachenfilter für einfacheres Erziehen. Wecker. Es war alles nur ein Traum. Nicht meine Kreditkarte. Lass uns einkaufen gehen. Kaputter Magnet. Er scheint aus irgendeinem Grund kein Metall anzuziehen. Schlafender Götze. Er scheint zu schlafen. Hätte ich nicht gedacht. Batterien. Zusätzliche Batterien sind nicht enthalten. Gewöhnlicher Ziegel. Mit genug von denen kannst du eine ganze Stadt bauen. Und das hier ist noch alles schwarz. Gut. Aber gleich nicht mehr. Dafür versichere ich. Und schon wieder bekommen wir einen Brief. Und alles verbrennen, um mehr Geld zu bekommen. Den Brief werden wir gleich lesen. Und wir haben sogar zwei Briefe direkt. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge, Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte, es gibt keine Bewertung, es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer und halte dich warm. In Leuchten deines High Definition Entertainment Produkts. Aber du kannst das nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halte dich warm, Miss Nancy. Die Tomorrow Corporation. So, die Brieffreundin erscheint. Hallo? Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt vor meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hier bleiben. Wie eine Made im Fettpolster. Ich meine, eine fette Made im Speck. Von Sugarplums. PS, das ist für dich. Du bekommst ein Foto von jemandem. Von Sugarplums. Niederbrennen, um Geld zu machen. Nochmal niederbrennen. Bekommen wir dafür eigentlich auch Geld? Ja. Wieso habe ich nur noch 60 FPS? Das kann nicht klar gehen. Nein. Sehe ich nicht ein. Oh, danke. Gut, Magnet hatten wir den jetzt schon? Ach, egal. Ich kaufe den jetzt mit. Schlafende Götze, Batterien, Ziegel und unser Inventar ist voll. Später kann man den Platz auch noch erweitern. Aber ich werde zuerst den kompletten Katalog durchgehen und mir alles kaufen. Ja gut, jetzt haben wir nämlich noch nicht. Doch, klar, die haben wir alle schon gelesen. Aber den hier nicht. Antiki-Fackel. Sei vorsichtig und platziere sie nicht vor deiner Schilfhütte. Hölzernes Fahrrad. Beschleunigt von 0 auf der Burner in 60 Sekunden oder weniger. Spielzeugpirat. Es ist hart, auf den 7 Weltmeeren einen gebräunteren als ihn zu finden. Sehr schön. Batterie. Oh Mann, ey. Ich wollte die eigentlich nur so schön platzieren. Oh, und schon wieder. Oh! Super. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich schön die da hinlegen. Ich mag den Götzen übrigens. Oh, jetzt gerade kommen welche Leute an. Hallo? Ich bin es wieder. Böse Skype. Nicht böse Skype, sondern böses Fraps. Ich bin es wieder. Es riecht so, als würde etwas brennen. Hast du auch ein Little Inferno Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen macht richtig Spaß, aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel gefährlicheres als Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Also werden wir es nie erfahren. Von deiner neuen Freundin, Sugarplums. Ja, ich schreibe jetzt zwar nie Briefe, aber sie denkt, wir wären Freunde. Ist das nicht schön? Und es geht runter auf 60 FPS, aber mit 60 FPS kann ich noch leben. Es brennt, es brennt. Brennt nicht mehr so stark. Ach, ich mag dieses Spiel einfach.
So, und ich würde sagen, eine Aufnahmesession geht immer so lang, wie wir brauchen für die Kombos und die Kataloge. Und mal gucken, wie viele Parts es werden. So, die Antiki-Fackel hätte ich gerne, dann hätte ich gerne das Fahrrad und den Piraten und nicht mein Familienfoto. Und dann müssen wir nachher gleich nochmal die hier kaufen. Schön. So, immer bedenken, dass man schön, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, dass man schön immer sein komplettes Geld ausgibt. So. Fahrrad-Piraten-Kombo haben wir auf jeden Fall schon mal wichtig. Ich bin es wieder. Ich habe bereits mein ganzes Zeug verbrannt. Würdest du mir etwas schicken? Ich brauche mehr Glühwürmchen. Sieh, das Glas mit Glühwürmchen für mich direkt in diesen Umschlag. Okay, danke. Zusammengeschrieben. Sie braucht Glühwürmchen. Sehr schön. Wir haben aber nur noch 10. Also, nicht meine Kreditkarte kommt nochmal rein und... Der Mais. Können wir den eigentlich? Nein, schade. Das heißt schade, ich hätte ihn eh nicht verbrannt. Aber trotzdem. Nein! Ich wollte nicht ziehen. Fraps, bitte keine Lecks machen, ja? Spinne. Diese Postkarten sind übrigens auch später wichtig, weil man muss ziemlich lachen. Genau. Man muss ziemlich lange warten. Um Pakete zu bekommen. Das ist unter anderem auch schon im ersten Katalog so. So. Das Feuer ein bisschen stutzen. So, sie braucht Glühwürmchen. Wir brauchen das hier und wir brauchen das hier. Dann, Frühlingserwachen-Kombo, ja, die machen wir jetzt gerade. Generations-Kombo. Ja gut, die haben wir ja alle, die aber noch nicht. Dann kaufen wir das dazu. Oh, ich war zu aufgeregt, schade. Hier, Glühwürmchen, kannst du ja haben, verschicken. So, Glühwürmchen hätte ich aber dann doch gerne noch. Ja, super, da ist ein Bild von mir. Ist das nicht schön? Geht weg. Geht einfach weg, Bilder. Die Bilder waren nicht toll. Wieso sind die überhaupt in dem Ordner? Aber ist ja egal. Gut. Wir müssen ja mindestens alles einmal verbrennen. Und übrigens, meine Fotos, die müssen wir nie wieder verwenden für irgendeine Kombo. Finde ich auch schön so. Aber ich werde sie später irgendwann nochmal verwenden. Sobald ich mal aufgeräumt habe mit Bildern. Moment mal, meine Bilder. Ach, ausverkauft, schön. Glühwürmchen. Oh, ich war zu aufgeregt. Yeah. Genau. Oh, mein A. Yay. Und ich zahle auch noch für meine Bilder Geld, wisst ihr? Okay, danke für meine neuen Glühwürmchen. Jeder einzelne war ein kleiner Wunsch. Ich habe sie freigelassen, um zu sehen, wohin sie fliegen. Aber sie sind alle verbrannt. Wir wussten, dass sie nicht ewig leben würden. Oh, ich habe dir etwas besorgt, okay? Es ist angehängt. Blättere einfach durch den Brief. Blättere ihn. Noch einmal. Okay, hier ist es. Es ist für dich. Du bekommst ein Papierherz. Gut, die Glühwürmchen liegen da ja jetzt schon, oder? Ah ne, ich habe die Glühwürmchen noch gar nicht wieder mitgekauft. Nein, nein, Generationskombo können wir vergessen. Ach, schade. Ich hätte zu gerne die Generationskombo gemacht. Ich hatte übrigens schon mal einen Versuch wieder, aufzunehmen. Und dann hat es allerdings die komplette Aufnahme zerrissen. Frühlingserwachen-Kombo. Ich glaube, für Kombos kriegt man auch die Briefmarken. Das könnte gut möglich sein, aber ich weiß es nicht.
Ich weiß nur, dass der Sinn dieses Spiels ist einfach, alles zu verbrennen. Und Wecker verbrennen, wer macht das nicht? Ich meine, jeder verbrennt doch gerne mal seinen Wecker. Zu weit vom Mikrofon entfernt. So, ich glaube, das war Generationskombo. Das hier war Kreditgeberkombo. Und was brauchen wir noch? Filmabendkombo. Die können wir jetzt allerdings nicht machen. Wollen wir doch noch ein... Ach, leck mich doch. Ja, da sollten wir zum Beispiel jetzt Briefmarken geben. Dann haben wir sie schneller. Hat allerdings zwei Kombos. Die Kreditgeber-Kombo, beziehungsweise allgemein die Commerzbank, so heißt die, glaube ich. Bankrottbank, nicht Commerzbank. Ja, sehr schön. Spinneneier, Glühwürmchen. Nein. Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen. Und ich habe gerade eins gefunden. Aber keine Angst. Schnauze, Avira. Aber keine Angst, ich werde es dir nicht verraten. Das würde alles verderben. Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde dir nur etwas zeichnen. Wecker plus Sonnenblume gleich Frühlingserwachen. Und dir sagen, du darfst diese zwei Dinge niemals zusammen verbrennen. Psst. Und es gibt mehr. Mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. In Liebe, Sugarblums. Juhu, Brief zum Verbrennen. Ach, das wird gerade aufgezeichnet, was wir schon haben, oder? Kann das sein? So, jetzt können wir hier nochmal reingucken. Ja, da bin ich. Toll. Toll, die schönsten Bilder habe ich auch nicht. Dass man mich sieht, ist mir jetzt eigentlich Schnuppe wie sonst was, weil... Kamerascheu bin ich eigentlich nicht. Nur wenn eine gewisse Person sich auch nicht zeigen will. Falls die Person dieses Let's Play gucken sollte, weiß sie, wer gemeint ist. So, das dauert nicht mehr lange. Es kann sich nur noch um 5 Milliarden Jahre handeln. Ach ja, Spinnen verbrennen. So, einfach mal die Bauklötzchen hier hinstellen. Später werden wir da noch mehr machen mit den Ohrkotzen. Ich will das Bild eigentlich gar nicht verbrennen. Und? Brennt alles nieder. Kreditgeber-Kombo. Oh, die Generationskombo war das gar nicht. Ups. Naja, ist ja jetzt auch egal. Oh, 100 Coins, komm schon. Da ist doch noch... Genau, da ist doch noch mehr drinnen. Komm schon, eins noch. Ich will 100 haben. Ach man. So. Dann holen wir den Partybus und den Fernseher und das Maiskorn, um den Filmabend zu machen. So, das hier und das hier noch. Nein! Nein! Super, wir dürfen uns sofort neuen Mais kaufen. Ja, schönes Spielzeug für Kinder übrigens. Hier... eine Hake, die auch noch aus echtem Metall ist. Und nicht Stoff. Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Geiler Huster. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken, über der Stadt, der Wettermann. Der wird uns auch noch öfters nerven. Partybus! Der ist auch übrigens ziemlich lustig. Der Fernseher dauert lang. Ach übrigens, den Fernseher finde ich sehr witzig.
Da nämlich im Fernseher sieht man den Fernseher. Also, im Fernseher sieht man den Fernseher, ja, ist klar. Im Fernseher sieht man hier nochmal das, was hier kommt. Der Pirat bewegt seine Augen. Das fällt mir gar nicht, fällt mir erst jetzt auf. Boom! Yeah. So, den Katalog haben wir einmal durchgekauft. Das finde ich toll. So. Was kaufen wir jetzt? Wir brauchen nur noch eine Combo. Das wäre die Generations-Combo. Eventuell das hier, eventuell das hier. Das hier und das hier haben wir zwar schon ausprobiert, aber das hier könnte es auch noch sein. Oh Mann. Keine Lust zu warten, keine Lust zu warten. So, das hier und das hier. Das hier eventuell. Und ich glaube, Inventar schon wieder voll. Nein, einer geht noch. Hey. Generationskombo. Einfach alles vom Block reinschmeißen, dann passt das. Okay, das haben wir glaube ich auch, oder? Den Mais, haben wir den Mais? Toll. Ja, Generationskombo, sehr schön. Da war sie ja. Gut, das heißt, wir haben jede Combo. Jetzt einmal durch. Jo, dann kaufen wir uns nur noch den zweiten Katalog und sind zufrieden damit. Und können jetzt auch hier erweitern für 30. Und das machen wir auch. So. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Wolf. Ciao.